Hallo Welt, da sind wir wieder und wir besorgen uns jetzt Schutztränke gegen die Blutraserei, gegen die blutige Bluterkrankheit. Wo sind wir? Sind wir das? Hm? Ja. Gegen den Blutbrand besorgen wir uns jetzt also Zaubertränke. So zumindest sieht unser Plan aus. Hier drüben ist aber noch irgendetwas Schönes. Gut ein bisschen ranzoomen können wir. Was ist? Hier, da guckst du. In die Kiste. Haha, wir haben eine Rolle. Die großen Adelshäuser. Ein Lied des größten Barden. Ein Dokument, also ein gewöhnliches. Ein fröhliches Stück Erzählkunst von Parthon, einem Barden Immerlichts. Außerdem gibt es hier noch Fokustrank und Heiltrank. Sehr gut, auch etwas Gold. Nicht sehr viel, oder? 21 nur, immerhin. So, das nehmen wir mal mit. Und hier drüben ist noch eine Truhe. Und wir haben noch mehr zu lesen. Notizen eines Magiers, Vorstellungsvermögen. Dokument, ungewöhnlich ist es, eine kurze Abhandlung über die Frage, welche Qualitäten man haben muss, um ein großer Magier zu sein. Ja, das nehmen wir uns alles mit. Dann haben wir den Fokustrank und 19 Gold. 19 Goldmünzen. Sind wir hier etwa falsch? Ach, hier. Moment. Oh, das mit der Kamera üben wir aber noch, oder? Oh, Moment. Er dreht sich weg. Jetzt muss die Kamera... Jetzt war das richtig. So. Schön ran. Nah ran. Geht nicht. Näher. Schade. Seid ihr Albertus der Reims? Kommt ganz drauf an, wer fragt. Korporal Karpell und Korporal Taha, Wolfsgarde. Ihr sollt uns eine Arznei geben, die vor dem Blutbrand schützt. Ah, richtig. Hier, das sind eure Tränke. Nehmt davon jeweils 2 Schluck, bevor ihr eine verseuchte Gegend betretet. Die Wirkung hält um die 7 Stunden an. Und das funktioniert? Natürlich funktioniert es. Seid einfach nur vorsichtig mit der Dosis. Zu viel davon könnte tödliche Nebenwirkungen haben. Sonst noch was? Ansonsten entschuldigt mich bitte. Ich habe zu tun. Nein, hab Dank. Habt Dank. Ja, das gefällt mir. Das mag ich, wie sie spricht. Mag ich das auch, wie sie läuft? Ja, es ist schon... Es hat schon was. In Ordnung. Moment. Du warst nicht immer alleine, oder? Der war doch noch... Ach so. Doppelklick. Gut, dass wir unseren Doppelklick haben. Ja, Leute, dann mal raus hier, ihr beiden. Können wir eure Kamera, unsere Kamera meine ich, nicht so ein bisschen drehen, damit wir euch von hinten mal betrachten können? So zum Beispiel. Da, die fegt, die hat ein Kleid an. Sehr damenhaft. Warum meine ich eigentlich, dass wir müssen gar nicht hier raus? Wir haben genau falsch umgedreht, die Kamera. Warum? Können wir nicht mit ihr sprechen hier? Hey, 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 wo hast du das Kleid her? Gibt's das auch in anderen Farben? Pff, eingebildet. Bildet sich das ein, nur weil sie den Besen schwingen darf und wir nicht? Naja, wird schon sehen, was sie davon hat. So, jetzt sind wir aber richtig gedreht. Das ist komisch mit der Kamera, so richtig. Bin ich mir da jetzt noch nicht sicher. Ah, wir werden es schon rausfinden. Wir werden dieses Biest schon bändigen. Moment, das ist doch auch falsch, wo wir jetzt hinlaufen. Warum? Hier müssen wir hin. Ach so, da muss die Kamera so gedreht werden. Okay. Nein, auch nicht. Hm. Na egal. Wir sehen ja unsere Helden hier rumlaufen. Hey, was ist denn... Was ist hier los? Beweg doch da oben hin. So, hier durch. Ja. Nach Grauschanze so gerne nicht, aber wir müssen ja da durch. Keine Stadt in Iskander erweckt derart viel Ehrfurcht wie es Graufurt und ihre Schanze.
der Wohnsitz der Krone, tun. Sie wurde auf hibernischen Ruinen errichtet, welche einst den Königsberg krönten. Ihre Mauern und Bergfriede sind dazu geschaffen, jeder Armee, ja, jedem Feind zu widerstehen. Sei es eine riesige Orkhorde oder gar ein ganzer Schwarm Drachen. An jenem Ort fand der Magierkrieg ein Ende, nachdem ein unbekannter Rebell die Krone vor dem bevorstehenden Angriff eures Vaters gewarnt hatte. Der daraufhin entbrannten Schlacht erinnert ihr euch nur allzu gut. Viele Soldaten wurden für ihre Tapferkeit geehrt. Doch ließe euch selbst ein Berg an Orden niemals das Wehklagen der Witwen am Fuße der Bestattungsfeier vergessen. Ja, warum kommt mir das so bekannt vor? Kommt das jetzt jedes Mal, wenn wir hier durch irgendeine Tür gehen? Ja, das ist es. Nochmal. Nicht vergessen. Lasst euren Gegner nicht aus den Augen. Oh. Ja. Nicht gut. Ich weiß nicht, wo müssen wir hin? Komm, wir gehen da sofort hin. Egal, was wir hier noch haben. Raus aus der Stadt. Nein! Das sind Feuerbälle, denen ihr ausweicht. Keine Wattebäusche. Nochmal! Aber das mit der tiefen Unschärfe, das ist richtig... Das ist richtig schön. Das gefällt mir. Oh, hoppla. Na, kommt ihr hier durch? Ja, da kommen wir. Moment, waren wir in diesem Bereich hier noch gar nicht? Ah. Moment. Warum leuchtet das hier? Oh, der Kais, der Erbauer. In der Frühzeit der Schanze sollen die Architekten ihn als Ort für Disputationen genutzt haben. So. Ah ja, ich verstehe. Ja, Yippie, verlasst Grauschanze. Auf nach Leannon. Trefft euch mit Sentenza außerhalb von Grauschanze. Das machen wir doch gerne. Andere Orte natürlich dann Ursprung der Krankheit erreicht. Leannon. Eine Nebenaufgabe vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was braucht ihr? Ja? Kann ich euch irgendwie helfen? Wer hat das gesagt? Waren wir das? Worum geht's? Oh, wir können doch hier die Bürger ansprechen. Was? Braucht ihr was? Ja. Hallo? Oh nein. Oh, jetzt klappt es nicht mehr. Oh, da, du hast ein Kleid. Gib uns dein Kleid. Warum können wir jetzt nicht mal ansprechen? Ach so, vielleicht nur in dieser Ansicht. Wo ist sie hin? Da. Nein, es geht nicht mehr. Okay. Ich bin bereit. Weiter geht's. Ja, es muss ja kein Kleid sein, aber irgendwie schon was. Oh, damit man das erkennt. Denn sonst sehen wir ja aus wie... Da hätten wir auch keine Frau wählen müssen, oder? Verstanden. So, dann lass mal laufen, die beiden Hübschen. Aha. Halt. Da seid ihr ja. Bereit? Ja, sind wir bereit? Ja. Bereit. Gut, dann holt die anderen. Wir haben eine lange Reise vor uns. Welche anderen? Hallo?
Hallo. Ist kaputt? Ja, dann lese ich es. Weltkarte. Die Weltkarte ist dazu da, die Reisen von Region zu Region zu erleichtern. Ihr könnt zu jedem Zeitpunkt im Spiel zur Weltkarte wechseln, solange ihr nicht gerade eine aktive RTS-Basis kontrolliert. Beim Verlassen der Karte wird der aktuelle Stand eurer Quest gespeichert und kann bei eurer Rückkehr fortgesetzt werden. Haben sie vergessen, haben sie. Ha, die Weltkarte kann dazu verwendet werden, um von Region zu Region... Moment mal, ist das der gleiche Text wie vorhin? Nein, nicht ganz. Ein bisschen geändert ist er schon. Okay, RTS-Basis kontrolliert oder seine Videofrequenz abgespielt wird. Punkt. Öffnen. Öffnen könnt ihr die Weltkarte, indem ihr einfach auf den kleinen Globus in der rechten oberen Ecke klickt. Das ist doch der gleiche Text, oder? Ja, das ist der gleiche Text. Tut mir leid. Wir haben eine... Oh, Moment, da steht was Neues. Gruppen- und Fraktionsauswahlbildschirm. Bevor ihr zu einer Mission aufbrecht, könnt ihr hier auswählen, welche Gefährten ihr mit euch nehmt und welche Fraktion euch auf dem Schlachtfeld unterstützen wird. Manche Missionen können nur mit einer bestimmten Fraktion gespielt werden. Es kann einen geringfügigen Einfluss auf den Verlauf des Plots nehmen, welchen Gefährten oder welche Fraktion ihr wählt. So wählt also weise. Schön. Ja, Leonon, da sollen wir hin. Hier in Grauschanze sind wir. Und Prolog? Das ist der Prolog, oder nicht? Hohoho! Mit Wüste. Oh ja, eine schöne offene Welt. Liebe Welt da draußen, das ist groß. Und da freue ich mich schon drauf. Ein Meer haben wir außerdem auch noch hier. Ein bisschen groß hier, das Meer. Vielleicht können wir ja irgendwelche Wasserwesen noch finden. Da ist ein Leuchtturm oder so etwas. Oh, wie schön. Naja, das Wasser jetzt nicht, aber so der Strand und so hat doch schon was. Ja, ich möchte das schneller hier so ein bisschen mehr angucken, alles. Also schneller möchte ich, dass das ja gerade beliebt ist, so stehen irgendwie an der einen Stelle. Aha, eine interessante Festung, Burg. Wieder so viel Wasser hier. Ja, dann wird Wasser wahrscheinlich noch irgendeine Bedeutung haben. Das hier sieht doch schön aus. Wollen wir hier hin? Die Quest ist uns egal. Wir wollen... Oh! Das sieht von oben aus wie eine Schlange, die hier so sich rumschlängelt. Und so viele Felder. Moment, das wird richtig groß hier. Wenn man da mal denkt, dass eine so eine Fläche ein ganzes Feld ist, naja, aber die Häuser sind verglichen damit ein bisschen groß. Ja, ich bin dafür, dass wir erstmal irgendwo in einem kleinen Dorf starten und nicht in der Wüste oder so. Oder sind wir jetzt gezwungen irgendwo hin? Nö. Offene Welt wurde doch irgendwo gesagt. Habe ich das nicht gehört? Gab's das? Früher gab es offene Welt, meine ich. Aha. Ja gut, wir ignorieren Leonon und guck mal, was mit Prolog ist. Ach, guck an. Ihr seid General Sentenza Noria, der Kommandant der Wolfsgarde. Gerüchten zufolge hatte eine Gruppe Rebellen sich in der Wildnis Iskandas verschanzt und schmiedet von dort aus Pläne, die Krone zu stürzen. Ihr Anführer, ein Magier namens Isamo Tahar, ist genauso charismatisch wie radikal. Es ist an euch, seinen Machenschaften ein Ende zu setzen. Nö. Wir suchen erstmal die Elfen auf. Wo sind denn die Elfen in ihren Elfenwäldern? Hier? Hallo? Ich möchte hier hin. Geht nicht. Wie, jetzt echt? Wir müssen der Queste folgen hier? Wir können nicht einfach so mal so ein bisschen rumrennen?
Ich meine, im zweiten Teil sind wir eigentlich nur so rumgerannt, haben dann zufällig irgendwas gefunden. Ja, und irgendwie kamen wir dann auch mal zum Schluss, aber haben wir ja nicht abschließen können, weil irgendwie da kam ein anderer Titel oder sowas raus. Ich weiß es nicht mehr. Da haben wir dann abgebrochen. Ja, Leute, jetzt echt? Wollt ihr mir sagen, wir müssen hier hin? Echt? Grüne Augen. Von wegen. Grüne Auen, soweit das Aue reicht. Nein, grüne Auen, ich fange nochmal an. Wisst ihr, was hier steht, liebe Welt da draußen? Lianon. Grüne Auen, soweit das Auge reicht. Fruchtbarer Ackerboden. Seen und Flüsse reich an Fisch. Das Volk von Lianon, einem kleinen Dorf im Weideland Leonidars, hat lange Zeit ein friedliches Leben geführt. Das ist nun vorbei. Es geht das Gerücht, die Ortschaft sei vom Blutbrand betroffen. Eure Aufgabe ist es, den Wahrheitsgehalt dieser Berichte zu überprüfen und entsprechend zu handeln. Hauptquest: der Ursprung der Krankheit. Ja, eben nicht. Das machen wir nie, dass wir der Hauptquest folgen. So schnell. Aber vielleicht müssen wir doch... Ja, komm, wir gucken mal. Jetzt reicht's aber. Rein da. Es geht ja sowieso nichts anders. Und von da aus können wir dann vielleicht doch woanders hin noch. Wie, Moment mal, die kennen wir doch alle. 8 Jahre später sehen sie so aus. Interessant. Ja, wir müssen mit. Wir haben unser Schloss. Wir sind angekettet. Und die anderen können mit, oder wie? Ah, wir können einen abwählen. Egal, wir nehmen alle mit, oder? Nein, wir reisen ganz alleine. So. Oh, geht nicht? Wie jetzt? Oh nein, was habe ich gemacht? Geht nicht mehr. Oh, dann. Attacke! Oh mein Gott. Für die Krone! Oh nein. Kurz und schmerzlos. Genau. Ja, den finde ich gut. Beatrand, für die Krone oder was? Wie bist du denn drauf? Okay, ich verstehe. Ja gut. Kommt alle mit. Weltkarte. Grüne Auen. Soweit das Auge reicht. Fruchtbarer Ackerboden. Seen und Flüsse. Reich an Fisch. Das Volk von Lianon, einem kleinen Dorf im Weideland Leonidars, hatte lange Zeit ein friedliches Leben geführt. Das ist nun vorbei. Es geht das Gerücht, die Ortschaft sei vom Blutbrand betroffen. Eure Aufgabe ist es, den Wahrheitsgehalt dieser Berichte zu überprüfen und entsprechend zu handeln. Hat er gesagt, sagt er. Habe ich auch gelesen. Viel früher schon. Ich kannte da schon vorher, was da steht. Ja, Drache, wir haben dich lange genug angesehen. Jetzt komm schon. Wann können wir endlich was bauen? Ich möchte bauen. Ich möchte weiter. Ladebalken macht dich voll. Voll blau. Ich mag blau. Ja. Her damit. Los. Ich sage ja nur, dass ich einfach nicht verstehe, warum sich Leute immer so verhalten. Ich meine, ich... Ruhe. Wir sind da. Das ist Lianon? Sieht eigentlich ziemlich idyllisch aus. Noch. Was ist mit unseren Truppen? Sollen wir warten, bis sie aufschließen? Nein. Unser primäres Missionsziel ist es, die Lage zu beurteilen. Wie schlimm steht es um das Dorf und wie viele sind infiziert? Und wenn wir das herausgefunden haben, handeln wir entsprechend. Das heißt? Wir werden sehen. So, Männer. Als erstes brauchen wir was zu futtern. Da drüben sind Pilze. Die sammeln wir und machen uns eine Suppe draus. Eine Pilzsuppe. Hier, die roten mit den weißen Punkten obendrauf. Nicht gut? Warum sind sie so scheu hier? Oh, hier oben. Oh, Vorsicht. Hey, was ist da los? Irgendwas greift uns an? Okay, seht, was ich euch mitgebracht habe. Alles klar. Okay, wir hauen dann mal ab. Ihr schafft das schon. Oh, Spinnen. Oh, Moment.
Wo sind wir? Ja. Spinnen. Ah! Sie hauen ab. Ja. Die wollen uns nur in den Wald locken, glaube ich. Greift sie an, genau. Lasst euch nichts gefallen. Das sind nur Spinnen und wir... Ihr habt Lucretia an eurer Seite. Sie ist aber ganz am Anfang noch. Da müsst ihr... Hey, die Spinne gibt uns gar nichts. Ach, jetzt ehrlich? Aber Punkte gab es bestimmt dafür. Sie werden fallen. Da kommt sie. Lass sie fallen. Nicht so im Wald. Ja. Die Spinnen können blocken. So, so. Ziemlich gut. Okay, ja, wir machen was anderes hier. Wir müssen... Ach, wir können da gar nicht heilen. Was verdammt? Was ist das hier? Schwäche. Ach so, wir können hier gar nicht heilen. Ich dachte, wir könnten heilen oder sowas. Nein, das ist ja nicht Gwen. Das ist ja jetzt wer anders. Ja, aber kleine Spinne hier. Schaffen wir doch wohl. Befehle? Ja, Moment mal. Du bist ganz schön am Ende hier. Plopp. So, dann gucken wir mal. Sind alle Spinnen besiegt? Was haben die Spinnen hier bewacht? Was haben sie hier Schönes für uns versteckt? Ach, noch eine Spinne. Ja gut, dann drehen wir uns hier mal ein wenig. Sonst können wir ja nie was sehen. Da! Der Ut. Na, die hat doch irgendwas. Interessant. Ja, einen Giftbeutel und einen Chitinpanzer. Ja, das nehmen wir natürlich alles. Wir schauen uns das an, ob wir da nachher irgendwelche schönen, leckeren Sachen aus... draus brauen können für uns. Ja, und wir haben gesehen... Bauen wir uns das mal an. Wenn da Spinnen sind, bewachen sie irgendwas Schönes. Primitiver Kurzbogen. Ich glaube, wir haben nur den Langbogen, aber ich glaube, unsere... Ja, konnte der nicht was bis 8, Schaden bis 8 anrichten? Ich glaube schon. Oh, das mit dem Wasser ist krass. Voll krasses Wasser hier. Ja, was haben wir noch in der Ecke? Da habe ich gerade gesagt, hier oben. Da hängt einer. Ach, ich verstehe. 127 hours, oder? Oder waren das Tage? Tage. Ihr wisst schon, der in der Spalte hängen geblieben ist, da, das wurde doch verfilmt mit James Franco. Da, 127 Tage? Ja, ich glaube, der hing da ganz schön lange fest. Und da ist mir der Film eingefallen. Sieht ein bisschen anders aus, aber oh, könnte schon sein. Ah, hier, Essen. Oh, irgendetwas Interessantes, eine Hütte. Lass doch das Essen. Moment, Lucretia. Ach, guckst du. Guckst dir an. Ein alter Verschlag, höchstwahrscheinlich eine alte Jagdhütte. Von innen dringt ein fauliger Gestank nach außen. Na, sieh mal einer an. Interessant. Ja, die Stimme gefällt mir. Was braucht ihr? Aha, was haben wir denn hier? Ein Goblin. Moment, den packen wir uns. Seht zu. Oh. Für die Königin! Richtig. Schnappt sie. Oh, das sind viele. Okay, Rückzug. Nein, kämpft noch ein wenig. Oha. Die haben einen mächtigen Feuerzauber. Was war das jetzt? Oh, da sind noch mehr. Sie schmeißen mit Steinen oder sowas.
Ach, ihr kriegt sie. Ihr schafft sie. Und Moment. Genau, Lucretia. Hm. Schauen wir uns das mal an. Da, jetzt haben wir ein rostiges Beil. Und eine grüne Robe. Die haben wir uns schon angeguckt. Das ist jetzt auch nicht so tolle Kleidung. Und ein Dolch. Na gut. Der Dolch. Nehmen wir den Dolch auch noch mit. Und gucken mal, ja, was habt ihr denn sonst so hier? Das war ja erstmal ganz schön, was ihr da so hattet. Aha, da ist doch noch was. Na, sieh mal einer an. Ganz genau. Goblinfleisch. Beute gewöhnlich. Das Fleisch gibt einen strengen, unangenehmen Geruch ab. Ein Hund würde es vielleicht fressen, aber ihr bezweifelt, dass euer Magen sich dankbar zeigen würde, wenn ihr das Gleiche tätet. Gut, dann müssen wir das nicht unbedingt essen. Aber hier hinten ist noch irgendetwas Interessantes. Was? Sowas kann aber mal ganz schnell ins Auge gehen. Wie eine Giftspinne, eine giftspuckende Spinne. Genau. Schnapp sie dir. Heilung, sofort! Was? Ja! Oh nein, Moment. Verdammt, ich brauche Hilfe! Ach, immer mit der Ruhe, das sind Spinnen. Was ist? Nix. Heilung, ich schaff's nur. Ja, du musst nicht Heilung sofort schreien und dann immer dahin rennen, wo du getroffen wirst. Du sollst dahin. Bleib doch mal da hinten, Mensch. Wie weit soll. Ey, das ist doch so ein Verrücktwerden. Bleib da. Die beiden machen das hier schon. Dachte ich mir. Ich brauche Heilung. Guter Plan. Ja. Ein Gegner weniger. Los. Ihr schafft das. Verdammt, ihr braucht, ich brauche Heilung. Tja, ihr braucht bessere Waffen. Jag erstmal hier das Wildschwein da oben. Hey, ach Mann, hört doch auf. Das ist, sowas ist, das geht doch nicht. Mann, bleibt da oben stehen und gut ist. Befehle? Schaltet sie aus! Ach, weißt du was, dann rennt rein. Ist mir jetzt auch egal. Ja. Für die Krone! Das ist unglaublich. Wieso? Wo soll ich den denn noch hinstellen? Auf eine ganz andere Karte oder wie? Ja. So, hier gibt's was zu entdecken. Schöne Sachen, aber nur eine Spinne hatte was bei. Schnell dahin, bevor sie sich auflöst. Aha, Chitinpanzer. Na, hat sich das dafür gelohnt? Ja, aber wir haben bestimmt auch Erfahrungspunkte erhalten dafür. Ich habe gar nicht auf die Uhr gesehen. Wir gucken uns noch das blaue, mysteriöse Ding hier an. Schauen wir uns das mal an. Der Mann muss einen Baum getroffen haben, als er auf allen Vieren nach etwas gesucht hat. Nein. Hier steht, der Baum muss den Mann getroffen haben, als er auf allen Vieren nach etwas gesucht hat. Ja gut, und können wir hier nicht auch suchen nach irgendetwas? Ach, der hat bestimmt Pilze. Pilze hat er bestimmt gepflückt. Ja, liebe Welt da draußen, ich habe nicht auf die Uhr gesehen, denke aber mal, dass die Folge jetzt so am Ende ist. Wir haben immer noch keine Kleidung gefunden. Die Suche nach der Kleidung wird also noch etwas andauern. Und an dieser Stelle bedanke ich mich dann für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.